So, und jetzt werden Kindheitserinnerungen wahr. Der Danny ist für euch auf dem Predigerhof gelandet. Bei mir ist Barbara und der Felix. Zuerst mal schnell, Barbara, was hat es gebraucht, dass ihr da euch hier gefunden habt? Und wer sind ihr? Wer ist jetzt hier neu am Wirken? Ja, das sind ganz viele Leute. Das ist ja das Spannende daran. Das ist eigentlich eine soziale Plastik, frei nach Josef Beuys. Und wir haben über 200 Aktionäre, die hier Aktien gezeichnet haben. Wir haben 8 Arbeitsgruppen, wo die Leute sich um Kleintierhaltung kümmern, um die Umgebungsplanung, um was haben wir noch alles, ganz verschiedenes Zeug. Und wir haben einen 12-köpfigen Verwaltungsrat, was ja fast nicht zu handeln ist. Darum haben wir den auf einen Ausschuss einkondensiert, wo dann noch 6 dabei sind. Aber es ist eine grossartige Sache, weil auch die Ideen und die Energie von all diesen Menschen hier zusammenlaufen und so etwas ganz Tollem machen. Das klingt ja wunderbar, Felix. Dann löst du mir noch ein bisschen auf. Was ist denn jetzt in diesem Grundangebot hier? Ich habe jetzt schon gehört, Tier. Ich nehme an, da werden auch Workshops. Da ist, es geht wirklich um ein kulturelles Zusammenleben. Gut, also das Herzstück ist natürlich die Wirtschaft. Das ist ganz klar Gaststätte, Landgasthof. Aber darum geht eine Fruchtverwertung, die wir noch machen, wo wir die ganzen Früchte, die hier wachsen, die niemand nimmt, können verwerten. Wir werden Gemüsegarten machen, Beeren und so weiter. Das wird man alles noch implizieren. Dann hilf mir ein bisschen weiter. Du hast die Wirtschaft angesprochen. Was bedeutet das? Man kann wieder mit Kind und Kegel hier vorbeilaufen und man kann einen nehmen und auch etwas essen. Genau. Also ab nächstem Mittwoch ist Mittwoch bis Sonntag ist regulärer Betrieb. Und das ist dann jede Woche so? Genau. Außer zwei Wochen dann natürlich mal zu. Macht er mal zu, der Wirt, hat er gesagt. Aber sonst ist immer offen. Okay, jetzt will ich gleich noch etwas wissen über die Küche. Was kocht ihr denn? Was ist im Angebot? Habt ihr das auch mitbestimmt? Oder habt ihr hier dafür gesorgt, dass der Küchenchef seine eigene Linie hat? Der Küchenchef hat seine eigene Linie. Und was wichtig ist, was wir vorgegeben haben, ist, dass Sachen möglichst lokal sollen sein. Es ist nicht eine Bio-Küche, nur Bio, aber möglichst einfach natürlich produzierte Lebensmittel. Der Traum ist natürlich, dass man dann die Lebensmittel auch in der Beiz verkochen kann, die wir hier produzieren, aus diesen Gemüse und Obstfrüchten, die hier wachsen auf dem Bodenholz. Und auch mit der Tierhaltung. Wir haben ja Schaf, wir haben Hühner angedacht, wir möchten Wachteln haben, wir möchten Küngel haben. Und die sollte man dann auch alle können essen im Restaurant. Super, also ein Traum ist wahr geworden hier auf dem Predigerhof.